Ich möchte dir wirklich helfen. Das war doch deine Konfirmation. Wir haben die Flasche Wodka geklaut und ich glaube, du hast ziemlich viel getrunken. Ich habe Papa die Hose vollgekotzt, total rumgebrüllt. Ja. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den habe ich gestern erst sauber gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Aber auch genau 2 Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Die würden wahrscheinlich sowas rauslassen wie: Wir gehen weiter, wenn's uns passt, verdammt nochmal, du Miststück. Was würde ich dann tun? Obwohl ich leise schluchzte, begriff dieser idiotische Mensch immer noch nicht, dass ich an ihm vorbei musste, um an den gottverdammten Thunfisch ranzukommen. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Und das? Am besten, wir kühlen das jetzt erstmal. Auto. Ganz wichtig. Ein großes, schönes Auto. Großes Auto. Ja. Eine schöne Wohnung. Ja, hallo. Tschüss. Ciao. Morgen. Morgen. Wofür war der? Für letzte Nacht. Manchmal frage ich mich, was er wohl gerade so denkt. Ob er wie alle Männer alle 7 Sekunden wirklich nur an Sex denkt? Wobei wir Frauen den Männern auf diesem Gebiet, glaube ich, in nichts nachstehen. Wir sind genauso versorgt wie sie. Oder sagen wir moralisch flexibler. Aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte.